Hi Astro Rebellin, Astro Rebell, willkommen zu deinem Astrologie-Kanal auf YouTube. Ich bin Emmanuel und das ist Saturn im Wassermann in Bezug auf die astrologischen Häuser. Ich benutze die Placidus-Häuser bzw. das Placidus-Häuser-System. Und das ist meine Interpretation. Ich habe viel Erfahrung mit Kunden im Laufe der Jahre gemacht. Und ich kann euch sagen, dass Saturn extrem wichtig ist. Alle Planeten sind wichtig, aber Saturn ist besonders wichtig, denn er zeigt uns an, wo haben wir mehr Arbeit zu leisten. Wo sollen wir uns einschränken? Wo sollen wir weniger Angst haben, mehr Offenheit zeigen? Wo stehen die Herausforderungen für uns? In welchem Bereich des Lebens? Und die Häuser verkörpern die Bereiche des Lebens. Und man muss gucken, wie Saturn in diesem Fall sich geäußert hat. In Form einer Situation, in Form eines Verhältnisses, in Form einer Person oder in Form eines psychologischen Zustands. Also da haben wir diese vier Möglichkeiten, in denen die Planeten sich äußern. Es muss nicht immer ein Ereignis sein, das man sich bewusst merkt. Es kann eine Person sein, die diese Energie verkörpert. Es kann ein Verhältnis, Arbeitsverhältnis, Mitverhältnis, Familienverhältnis sein. Das Verhältnis gegenüber der Gesellschaft etc. Es kann aber auch eine Situation sein. Okay? Und so weiter. Also die astrologischen Energien können sie sich vielfältig manifestieren und die manifestieren sie sich anders, je nach Mensch, okay? Je nach Geburtshoroskop. Aber zu jeder Stellung eines Planeten in einem Haus gibt es eingeschränkte Inhalte, die dazu gehören. Und in diesem Video sage ich euch, welche diese Inhalte sind in Bezug auf Saturn in Wassermann. Ich beginne mit dem ersten Haus. Was passiert, wenn man Saturn jetzt gerade im ersten Haus hat? Also, es passiert, dass man merkt, man hat eine neue Reifungsphase in seinem Leben erreicht und diese Phase beinhaltet neue Freiheiten, aber auch neue Einschränkungen. Man kann ein eingeschränktes Aktionsradius haben und vielleicht weniger Möglichkeiten, sich zu entfalten, aber das ist auch gut so, denn nur dann kann man wissen, worauf man sich am besten fokussieren sollte. Und wir haben hier Menschen, die eine gewisse Angst haben und diese Angst kann diese Menschen dazu bringen, dass sie sich zurückziehen. Und man kann auch Minderwertigkeitsgefühl haben, wenn Saturn im ersten Haus ist. Viele Menschen strengen sich an, etwas Neues in ihrem Leben zu schaffen, vor allem im beruflichen Bereich. Und wenn wir Saturn im Wassermann haben, heißt es, hier muss man an seine Selbstständigkeit arbeiten, hier muss man beweisen, dass man alleine zurechtkommen kann. Es können Probleme mit dem Körper auftauchen, also körperliche Schwäche kann vorkommen.
Und wenn man nicht an seinen Projekten fleißig gearbeitet hat, dann wird man wirklich Schwierigkeiten haben, vor allem im beruflichen Bereich, solange Saturn in dem Haus steht. Man hat das Gefühl, und das sehe ich bei vielen Kunden, dass man alleine ist. Ja, man fühlt sich alleine, aber man braucht Zeit und Raum für sich selbst. Denn das erste Haus ist im Grunde genommen du selbst, dein Körper, dein Aussehen, dein Beruf, dein ganzes Leben. Und alles geht von dir aus. Ja? Du bist das Zentrum deines eigenen subjektiven Universums und dementsprechend, wenn Saturn im ersten Haus steht, dann muss man nicht nur die Verantwortung für sich selbst übernehmen, sondern man muss extra viel mehr arbeiten, sodass man seine eigenen Ziele erreicht. Und man hat hier die Gefahr, von anderen Menschen geführt zu werden. Vor allem, wenn man in einer Beziehung lebt, dann gibt es die Gefahr, dass man sich von anderen Menschen beherrschen lässt oder dass man sich nicht selbst beherrschen kann. Und mit Saturn im ersten Haus, das ist die Herausforderung, dass man sich selbst beherrscht, dass man sich selbst, sag ich mal, unter Kontrolle hält, ohne dass man von anderen Menschen, von einem Partner fremd bestimmt wird. Und das Motto dieser Stellung lautet: Lerne dein eigenes Leben zu gestalten. Okay? Welche Sternzeichen bzw. Aszendenten sind von dieser Stellung betroffen? Und ich möchte hier von Aszendenten sprechen und nicht von Sternzeichen. Okay, diejenigen, die nicht ihr Aszendent kennen, die haben eine Schwierigkeit hier, okay? Weil dieses Video ist für die Leute, die wissen, okay, ich bin da und da geboren, das und das ist mein Aszendent. Und die Aszendenten, die betroffen sind, sind Steinbock und Wassermann. Diese zwei Aszendenten, ja, sind von dieser Stellung des Saturn betroffen, je nachdem, in welchem Grad des Steinböckes und des Wassermannes man geboren ist, kann die Stellung abweichen. Aber im Großen und Ganzen, für die meisten Leute heißt es, wenn man Steinbock oder Wassermann ist, dann hat man diese Stellung des Saturn im ersten Haus. Dann gehen wir zum folgenden Haus, das ist das zweite Haus. Das zweite Haus ist das Haus der Grundwerten, in allem Sinne. Also nicht nur die Werte, die man hat, geistige Werte, sondern auch materielle Werte. Und jetzt kommt der Saturn rein. Das zweite Haus ist die Konsolidierung, die Befestigung von den Situationen und Verhältnissen, die im Saturn im ersten Haus begonnen haben. Und hier kann man existenzielle Ängste haben. Man hat Angst, seine Werte, seine wertvolle Gegenstände, materielle Gegenstände zu verlieren. Man hat Angst, weniger Geld zu haben. Und man sollte, wenn Saturn im Wassermann jetzt ist, Saturn im Wassermann im zweiten Haus, man sollte neue Verdienstalternativen finden. Und sich nicht auf eine Geldquelle verlassen, sondern Alternativen dazu finden. Es kann geschehen, dass man versteht, das Geld ist nicht alles im Leben. Das Vermögen, das Besitz nicht alles im Leben ist und dass man versucht, sich davon zu befreien. Viele Menschen, viele Kunden, die Saturn im zweiten Haus im Wassermann haben,
die verkaufen oder sie vermieten Häuser und Wohnungen. Man hat hier in Bezug auf die eigene Widerstandsfähigkeit, man hat eine gewisse Schwäche, aber man muss daran arbeiten, stärker zu werden. Körperlich vor allem muss man hier stark sein. Und es ist auch wichtig, dass man positiv eingestellt ist, denn nur dann kann man die besten Ergebnisse machen, wenn man Saturn im zweiten Haus hat. Und anstatt zu versuchen, Geld anzuhäufen, sollte man hier aus dem, was man hat, das Beste machen. Dazu gehören Investitionen, also Geldinvestitionen, damit man seine Horizonten erweitern kann und sich freier bewegen kann. Denn das Wort Freiheit gehört zu Wassermann, okay? Und es kann auch geschehen, im schlimmsten Fall, dass man, wenn man nicht gespart hat, dass man Geldknappheit erleidet. Das kann bei manchen Menschen geschehen, aber die meisten Menschen, meiner Erfahrung nach, wenn sie Saturn im zweiten Haus haben, die haben genug gespart. Und jetzt geht es darum, um zu wissen, ja, was machen wir mit dem Geld, was machen wir mit dem Besitz, Vermögen, Haus, Wohnung etc. Welche Sternzeichen sind davon betroffen, liebe Astro-Rebellen? Also hier sehen wir Schütze und Skorpion, Aszendent. Also Aszendent Skorpion, Aszendent Schütze, je nachdem, in welchem Grad man seinen Aszendenten hat. Dann gehen wir zum nächsten Haus, das dritte Haus, Saturn im dritten Haus in Wassermann. Man macht sich ernsthafte Gedanken um das Thema Umzug. Also viele Menschen, die diese Stellung des Saturn haben, die wollen sich umziehen. Es gibt ein gewisses Pessimismus, das man hat. Also man hat sehr, sehr grausame Gedanken. Man macht sich wirklich einen großen Kopf. Und das ist im negativen Sinne. Im positiven Sinne kann man hier erkennen, in Schwarz und Weiß, welche die Fakten sind. Was hat man zu lernen? Was hat man zu machen in seinem Leben? Man hat den Mut und die Konzentration, sich mit einem Thema zu beschäftigen, bis man die gewünschten Ergebnisse sieht. Aber von Garantie kann man hier nicht sprechen, wenn Saturn im dritten Haus ist. Also man muss arbeiten, man muss diszipliniert sein. Es kann auch sein, dass die eigene Beweglichkeit eingeschränkt wird. Es kann auch sein, dass man an den Schultern Probleme hat. Also Schulter, Hände, Arme, Beine sind hier gesundheitlich gesehen in Gefahr bei vielen Menschen, also nicht bei allem, aber bei vielen Menschen. Die eigene Beweglichkeit wird dadurch eingeschränkt. Man könnte sich mit dem Thema Lernen beschäftigen, denn das dritte Haus betrifft das Thema Lernen, das Organisatorische, also wenn man an seine Eigenständigkeit arbeiten möchte, dann muss man viel bürokratische Arbeit leisten. Bürokratische Hürden können hier für viel Frustration sorgen. Und man muss an den Themen Bildung, Reise und Umsiedlung besonders hart arbeiten, wie man die gewünschten Ergebnisse sieht. Und im schlimmsten Fall kann man hier Lungenerkrankungen haben, Atmungsprobleme und, wie ich schon gesagt habe, Bewegungseinschränkungen. Die Sternzeichen bzw. Aszendenten, die betroffen sind von dieser Stellung des Saturn im dritten Haus, sind Skorpion und Waage. Okay, Skorpion
und Waage. Dann haben wir Saturn im vierten Haus in Wassermann. Um was geht es hier? Also genauso wie das erste Haus, das vierte Haus ist ein Eckhaus und dementsprechend ist diese Stellung besonders schwierig. Genauso wie für Wassermann und Steinbock. Wenn man Saturn im vierten Haus hat, dann hat man eine dunkle Stimmung. Man spürt eine dunkle Stimmung. Man fühlt sich alleine. Man fühlt sich ein bisschen isoliert. Man zieht sich von anderen Menschen zurück. Und man hat viele Lektionen gelernt. Und vor allem im vierten Haus geht es um emotionale Lektionen, emotionale Wunden, die zum Teil schon geheilt sind. Und dementsprechend ist man ein bisschen realistischer in Bezug auf viele Menschen. Man hat vieles erlebt und jetzt ist man ernsthaft. Und man zieht sich von vielen Menschen zurück. Im vierten Haus geht es um die grundlegende Umgestaltung des eigenen Lebens, damit man sich sicher fühlen kann. Okay? Diese Sicherheit, die man im Leben braucht, bedarf die Überwindung von emotionalen Wunden, weil das vierte Haus ist emotionale Stabilität auch, also nicht nur Stabilität finanziell gesehen, sondern auch emotional. Man hat hier eine verdrängte Sensibilität, das heißt, es ist schwierig, dass man erkennt, dass man auch sensibel ist, dass man auch bestimmte emotionalen Schwächen hat. Oder umgekehrt, es kann sein, dass sich was in der Familie was ändert, wo man merkt, oh, ich bin doch sensibel, ja, ich bin doch emotional. Und ungelöste Traumas können hier auch auftauchen, wenn Saturn im vierten Haus ist. Wie das passiert? Es gibt viele Möglichkeiten, wenn jemand in der Familie stirbt, wenn die Kinder jetzt groß geworden sind, wenn man Kinder hat. Man könnte sich mit dem Thema Grundeigentum beschäftigen, ähnlich wie Saturn im zweiten Haus. Und Themen wie Haus, Wohnung, Familie sind mit Schwierigkeiten und Verzögerungen verbunden, wenn Saturn im vierten Haus steht. Die Lösung vom Elternhaus kann erschwert werden, wenn Saturn in diesem Haus steht. Und es kann sein, dass man Rücksicht auf seine emotionalen Bedürfnisse nehmen sollte. Das ist auch wichtig, wenn Saturn in diesem vierten Haus sich befindet. Und welche Aszendenten sind davon betroffen? Wir haben hier Waage und wir haben Jungfrau. Die zwei. Und dann sind wir im fünften Haus. Das fünfte Haus ist das Haus der eigenständigen Arbeit, der eigenen Selbstentfaltung und kreative Unternehmungen. Auch, es ist auch das Haus der Kinder und Enkelkinder. Und dementsprechend, wenn Saturn im fünften Haus steht, dann werden solche Themen sehr wichtig sein, besonders wichtig, weil man sehr viel daran zu arbeiten hat. Man hat Angst, dass das eigene Vorhaben nicht erfolgreich sein wird. Manche Kunden wollen eine neue Firma gründen, manche wollen sich eigenständig machen, wenn Saturn in diesem Haus ist. Manche haben Schwierigkeiten mit den Enkelkindern, weil sie ihre Enkelkinder nicht mehr sehen dürfen. Andere haben mehr Verantwortung mit den eigenen Kindern zu übernehmen, während andere sich mit dem Thema Bildung, Ausbildung ernsthaft beschäftigen müssen. Und das Besondere, wenn Saturn im Wassermann im fünften Haus steht, ist, dass man vom Zuhause aus sich mehr beschäftigt. Genauso, wenn Saturn im vierten Haus ist, das habe ich vergessen zu sagen,
für alle Wagen und für alle Jungfrauen gilt das auch, dass man vom Zuhause aus mehr und mehr arbeitet. Und das Besondere, wenn Saturn im fünften Haus ist, ist, dass man Zugang zu seinen eigenen kreativen Kräften haben kann, egal was man beruflich macht. Man muss nicht Kunst machen, aber es geht darum, dass man von sich aus, vom Herzen aus etwas schafft. Denn dieses Haus ist das Haus der Kreativität, nicht nur körperlich im Sinne von Kinder, sondern auch geistig im Sinne von Werken und so weiter. So, welche Sternzeichen sind von dieser Stellung des Saturn im fünften Haus in Wassermann betroffen? Diese Aszendenten sind Jungfrau, also vor allem Jungfrau, ja, ist von dieser Stellung des Saturn betroffen. Es kann sein, dass man, wenn man Löwe oder Waage ist, dass je nachdem, wo die Häuser fallen, im Placidum-System Löwe und Waage können auch diese Stellung haben, aber die meisten Menschen sind Jungfrau-Aszendent. So, dann haben wir Saturn im sechsten Haus. Was ist das sechste Haus? Welche Inhalte gehören dazu? Dieses Haus ist extrem wichtig. Dazu gehört Arbeit, die tägliche Arbeit, Gesundheit. Dazu gehört die Arbeitsfähigkeit, ob man fähig ist, eine Tätigkeit zu machen. Und hier hat man sehr viel zu organisieren, denn Jungfrau hat damit zu tun, also das ist das Jungfrauhaus, das sechste Haus ist Jungfrauhaus. Dementsprechend hat man sehr viel zu organisieren, zu gestalten, man hat sehr viel Arbeit und man merkt, man kann nicht die gleiche Leistung erbringen wie früher. Und wenn Saturn im sechsten Haus in Wassermann steht, dann hat man das Gefühl, Mensch, ich möchte nicht mehr so eingeschränkt sein. Ich möchte mich befreien, meine Gesundheit ist jetzt kaputt. Und ich habe keine Lust, jetzt die gleiche Leistung zu erbringen wie früher, weil wahrscheinlich ist die Kraft nicht mehr da. Es kann aber auch geschehen, dass das Thema Gesundheit extrem wichtig ist. Und es gibt keine Garantie, dass man seine Gesundheit verbessert, falls irgendein Problem gibt. Und vor allem gibt es auch keine Garantie, dass man seine Gewohnheiten, insbesondere seine falsche Gewohnheiten, ändert. Das betrifft vor allem das Thema Ernährung. Es ist die Frage, ob man sich selbst richtig ernährt. Das macht den Unterschied aus, wenn Saturn im sechsten Haus in Wassermann steht. Und ein Jobwechsel wäre bei vielen Menschen, die diese Stellung haben, besonders wichtig, denn Wassermann ist Abwechslung, ja, Uranus Wassermann ist Abwechslung, etwas Neues, Innovation, Reform. Und es ist wichtig, dass man versucht, weniger zu arbeiten, ja, also nicht so viel, nicht mehr machen, als man sollte. Und welche Aszendenten sind von dieser Stellung betroffen. Wir haben hier Löwe, also Löwe und vielleicht manche Jungfrauen können von dieser Stellung des Saturn im sechsten Haus in Wassermann getroffen sein. Dann gehen wir zum nächsten Haus. Das ist das siebte Haus. Was geschieht, wenn man Saturn im siebten Haus hat? In Wassermann. Wassermann ist das Zeichen der Selbstbestimmung. Das ist auch ein Zeichen, wo man seinen Freiraum braucht. Und wenn man seinen Freiraum verliert, dann fühlt man sich eingeschränkt. Das siebte Haus betrifft das Thema partnerschaftliche Arbeit. Also hier arbeitet man mit anderen Menschen. Im beruflichen Bereich heißt es,
man könnte hier entweder Probleme mit dem Chef haben und seinem Job verlassen, vielleicht eigenständig arbeiten. Im privaten Bereich heißt es, es kann heißen, dass ein Partner in einer kritischen Situation geraten ist und man sehr viel Verantwortung für diesen Menschen übernommen hat. Aber man muss denken, jeder Mensch muss Verantwortung für sein eigenes Glück und für sein eigenes Leben übernehmen. Man kann nicht alles für einen Menschen machen. Es kann auch geschehen, dass man sich eingeschränkt in einer Beziehung fühlt. Es kann auch sein, dass man sich alleine fühlt, wenn man keinen Partner hat und man Saturn im siebten Haus hat. Dann muss man abwarten, bis man wieder Glück in der Liebe hat. Es empfiehlt sich nicht, eine neue Partnerschaft anzufangen, wenn Saturn im siebten Haus steht. Man sollte an sich arbeiten, das Berufliche muss geklärt werden, bevor man eine neue Partnerschaft beginnen kann. Und es empfiehlt sich auch, realistisch zu sein in Beziehungen, geschäftlich und auch privat. Also ansonsten wird man fremdbestimmt und seine eigenen Ziele nicht erreichen können. Das Thema Scheidung, Trennung kann vorkommen, wenn Saturn im siebten Haus ist und übrigens auch, wenn Saturn im sechsten Haus ist. Das, was für Jungfrau gilt, gilt auch für die Menschen, die Saturn im siebten Haus haben. Das ist Löwe. Also das Thema Scheidung kann hier wichtig sein. Und es kann auch sein, dass man auch eine gerichtliche Auseinandersetzung hat, dass man behördliche Angelegenheiten zu regeln hat, damit ein Verhältnis, eine Situation gerecht gestellt wird. Okay, das kann auch für viele Menschen mit Saturn in Wassermann im siebten Haus wichtig sein. Dann gehen wir zum nächsten Haus, das ist das achte Haus. Was passiert, wenn man Saturn im achten Haus in Wassermann hat und welche Sternzeichen sind davon getroffen, beziehungsweise Aszendenten? Wir haben hier das Thema Absicherung. Absicherung im Wandel. Wassermann ist das Zeichen der Veränderung, Neuigkeiten, Wandlung. Und wir haben hier das Thema Erbe, also Erbe, Steuer oder psychologische Inhalte, mit denen man sich beschäftigt, damit man mit seiner Vergangenheit endlich mal abschließen kann. Es ist auch wichtig, dass man sich psychologisch befreit, indem man sich von unnötigen Verhältnissen, Beziehungen und Gegenständen befreit. Vielleicht muss man sich von seinem Partner trennen, vielleicht muss man die Wohnung verlassen, das Haus verkaufen, also irgendwelche Schulden ausgleichen und ausbezahlen. Auch wenn man damit irgendwelche Verluste vorübergehend hat, wichtiger ist es, dass man psychologisch gesehen sich befreit und sich, sag ich mal so, in Richtung Positivität, Optimismus bewegen kann. So dass man, wenn Saturn im neunten Haus ist, sich komplett vom Alten befreit hat. Okay? Es kann auch geschehen, dass man sich mit dem Thema Finanzierung, Investition und Kredit beschäftigt. Denn das achte Haus betrifft das gemeinsame Geld. Das Thema Erbe, wie gesagt, kann auch für viele Menschen wichtig sein. Und es können mit dieser Stellung des Saturn unerwartete Veränderungen auftauchen. Diese Veränderungen werden von anderen Menschen verursacht, also nicht unbedingt vom Mann selbst. Und da muss man irgendwelche Maßnahmen ergreifen. Und diese Maßnahmen sind nicht einfach. Denn man hat hier eine tiefe emotionale Ladung. Man hat mit vielen Emotionen zu tun.
die nicht so leicht sind, liebe Astro-Rebellen. Und man sollte lernen, Verluste und Veränderungen zu akzeptieren, keine Angst zu haben, sondern diese Veränderungen so annehmen, wie sie kommen. Das ist die große Herausforderung, für die Menschen, die diese Stellung haben. Dann gehen wir mal zum nächsten Haus, aber bevor ich das mache, muss ich euch sagen, welche Sternzeichen sind getroffen vom Saturn im 8. Haus in Wassermann. Das ist Krebs. Vor allem Krebs ist von dieser Stellung des Saturn im Wassermann betroffen. Es kann sein, dass manche Löwe oder manche Zwillinge auch davon betroffen sind, aber Krebs Aszendent ist direkt von dieser Stellung betroffen. Das 9. Haus. Was passiert, wenn Saturn im 9. Haus steht in Wassermann? Also, man hat das Gefühl, alles ist umsonst. Man hat die Hoffnung verloren. Man ist auch ein bisschen pessimistisch und denkt, naja, es wird sich nichts ändern. Ich kann ja nichts mehr machen. Ich kann sowieso nicht reisen, nicht verreisen. Das kann bei vielen Menschen mit dieser Stellung vorkommen. Aber das Besondere im 9. Haus ist, dass man etwas Neues zu lernen hat. Man besucht Seminare und in diesem Sinne kann man das nicht, weil wir haben Lockdown, aber man kann online Seminare haben, online Lernveranstaltungen selbst organisieren oder in diesen teilnehmen. Also das Thema höhere Bildung, Lernen, Fortbildung, diese Themen sind sehr wichtig, wenn Saturn in diesem Haus steht. Vielleicht hat man etwas Neues zu lernen, damit man das Gelernte ergänzt mit etwas Neues. Ja? Das kann man dann beruflich umsetzen und dadurch beruflich sich weiter entfalten, wenn Saturn dann danach im 10. Haus steht. Man sollte die Möglichkeiten, die man hat, auch wenn diese nur eingeschränkte Möglichkeiten sind, benutzen, nutzen. Ja? Diese Möglichkeiten sollte man nutzen, erkennen, welche Möglichkeiten habe ich, nicht verschlossen sein, keine Angst vor Veränderung haben, sondern etwas Neues lernen, sodass man seinen Horizont erweitern kann, vor allem beruflich. Ist das sehr wichtig, okay? Es kann auch bei manchen Menschen vorkommen, dass man mit einer männlichen Figur Probleme hat. Wahrscheinlich ein Vater, Vaterfigur, Onkel, Opa. Also diese menschlichen Figuren sind in Gefahr oder man hat eine schwierige Beziehung zu diesem Menschen. Und hier sollte man lernen, bescheiden zu sein, wenn Saturn in diesem Haus steht. Und die größte Herausforderung besteht darin, fremde Meinungen zu akzeptieren. Und man ist auch selbst eigenständig in Bezug auf Weltanschauung. Und jetzt geht es darum, seine Weltanschauung zu erweitern. Und wie gesagt, das Thema Lernen, Bildung, Seminare, höhere Bildung, alle diese Themen sind sehr wichtig, wenn Saturn im 9. Haus in Wassermann ist. Und der Aszendent oder die Aszendenten, die stark betroffen sind von dieser Stellung, sind Krebs und Zwillinge. Krebs und Zwillinge Aszendent. Dann gehen wir mal zum nächsten Haus. Das ist das 10. Haus. Jetzt haben wir genauso wie Saturn im 1., 4. und 7. Saturn in einem Eckhaus. Das ist ein Eckhaus und dementsprechend, das ist ein besonders kritisches Haus, wenn Saturn dort steht. Denn hier haben wir mit der Berufung zu tun, mit den langfristigen Zielen.
Dinge, die man ernsthaft nehmen sollte. Verantwortungsnahme. Das sind die Inhalte dieses Hauses, das 10. astrologische Haus. Man hat Angst vor Versagen, wenn Saturn in diesem Haus steht. Das, was man im 9. Haus gelernt hat, muss man hier jetzt auf einem hohen Niveau anwenden und in die Praxis bringen, in die Praxis umsetzen. Man kümmert sich zunehmend um den Beruf, Familie oder um die Schaffung der eigenen Stabilität. Es kann vorkommen, dass man viel Papierkram zu regeln hat. Formalitäten schriftlicher Natur können hier wichtig sein, auch in Verbindung mit dem Thema Wohnung, Familie. Und es ist wichtig, dass man mehr Verantwortung übernimmt. Ja, mehr Verantwortung für sein Leben, auch beruflich kann es sein, dass man hier eine höhere Position erlangen kann oder dass man eine höhere Position innerhalb eines Konzerns, einer Firma übernimmt. Man sollte auch bedenken, dass man auch Probleme mit Chef oder, und Autoritätsfiguren, Vorgesetzter bekommen kann. Und die Empfehlung ist, dass man sich Pausen gönnen kann, zwischendurch. Ne? Weil ansonsten hört man nicht auf zu arbeiten und das Leben ist nicht nur Arbeit. Ja? Man muss auch ein bisschen durchatmen können zwischendurch, damit man nicht strapaziert ist. Okay, das ist sehr wichtig. Aber auf jeden Fall hat man hier eine große Aufgabe zu erledigen und diese erfordert viel Konzentration und Disziplin. Und es ist keine Zeit, um die Zeit zu vergeuden. Man sollte hier Ergebnisse schaffen, Ergebnisse erzielen, sodass man beruflich das verwirklicht, was man vorhat. Welche Sternzeichen sind betroffen, beziehungsweise Aszendenten? Also wir haben hier Saturn im 10. Haus für Zwillinge und Stier. Zwillinge und Stier-Aszendenten, diese zwei sind davon betroffen. Dann gehen wir zu Saturn im 11. Haus. Saturn im 11. Haus, Wassermann. Welche Inhalte gehören dazu und welche Aszendenten sind davon am stärksten betroffen? So, wir haben hier das Thema Eigenständigkeit, denn das 11. Haus korrespondiert mit dem 11. Sternzeichen Wassermann. Also wir haben hier Doppelwassermann in der Hausstellung und im Verhältnis zum Sternzeichen Wassermann, denn Wassermann und 11. Haus ist, man könnte sagen, das Gleiche. Und dementsprechend geht es desto mehr um das Thema eigene Freiheit, Selbstentfaltung, Eigenständigkeit, die Umsetzung der eigenen Wünsche und Ideen. Das 11. Haus ist ein besonders wichtiges Haus, denn wenn man Schwierigkeiten mit dem Haus hat, dann wird man seine größten Wünsche nicht erreichen können. Und deswegen ist dieses Haus extrem wichtig in Bezug auf die eigenen Wünsche. Man hat Angst, seine Freiheit und seinen Freiraum zu verlieren. Denn Saturn ist Angst, Wassermann 11. Haus ist Freiheit. Wenn man in einer großen Firma arbeitet, in einem großen Konzern, dann sollte man seinen Job wechseln. Vielleicht ist es nicht so schlecht, dass man eine neue Stelle hat. Vor allem die Menschen, die, wie gesagt, in einer großen Firma arbeiten. Die sollten ihr Job wechseln. Das wäre zu empfehlen. Für die nächsten 2,5 Jahre gilt diese Aussage. Und
Man möchte eher alleine für sich sein. Das heißt, die sozialen Interaktionen werden weniger sein. Sei es wegen Lockdown, sei es weil man sich umgezogen hat, man wohnt woanders. Oder das Thema Umzug kommt dann zur Frage und man hat eine gewisse Distanz, räumliche Distanz von bestimmten Menschen. Und das führt dazu, dass man automatisch alleine ist. Das kann geschehen für viele Leute, die Saturn im 11. Haus im Wassermann haben. Also das soziale Sozialleben wird eingeschränkt. Und es kann sein, dass man sich mehr mit älteren Personen beschäftigt. Ältere Freunde. Freunde aus der Vergangenheit können wieder auftauchen, wenn Saturn im 11. Haus im Wassermann steht. Und wenn man einen älteren Geschwisterteil hat, dann könnte man mit dem Bruder oder mit der Schwester Probleme haben. Okay? Oder Schwierigkeiten haben. Es kann auch sein, dass der Bruder oder dass die Schwester Schwierigkeiten hat. Das kann auch vorkommen, aber dementsprechend muss man hier auch das individuelle Horoskop in Betracht ziehen, um zu schauen, wie stark diese Tendenz ist. Und ich muss noch dazu sagen, das Erreichen von der eigenen Zielen wird verlangsamt. Wenn man nicht tätig war, als Saturn im 10. Haus gestanden ist und jetzt hat man Saturn im 11. Haus, dann wird es schwieriger sein, dass man eine Veränderung in seinem Leben herbeiführt. Vor allem, wenn diese Veränderung mit dem Thema Freiheit verbunden ist. Welcher Aszendent ist betroffen von dieser Stellung? Wir haben hier zwei Aszendenten, Stier und Widder. Stier und Widder, Aszendent. Und dann zum Schluss haben wir Saturn im 12. Haus in Wassermann. Was geschieht hier? Das 12. Haus ist das Haus, wo man nichts mehr machen kann. Dinge sind geschehen und Prozesse sind schon am Ende. Abwicklungen werden bald beendet und hier hat man nicht mehr zu tun, außer vielleicht abzuwarten, dass bestimmte Abwicklungen und Prozesse beendet sind, sodass man tätig sein kann in seinem Leben und weiter sich entwickeln kann. So, das 12. Haus ist auch das Haus der Verluste. Das heißt, um die eigene Freiheit zu gewährleisten, muss man bestimmte Verluste akzeptieren. Also man muss etwas geben, um etwas anderes zu bekommen. Also das Thema Opfergabe ist sehr stark vorhanden, wenn Saturn in diesem Haus ist. Das Gesundheitsthema kann auch wichtig sein für viele Menschen. Man könnte Probleme mit den Nerven haben, man könnte zahlreiche Schwierigkeiten mit der Gesundheit haben, wenn Saturn im 12. Haus ist und man muss dann ins Krankenhaus. Aber das ist für die meisten Menschen nicht. Dennoch muss ich das betonen, weil wenn das passiert, dann richtig, ja, mit Saturn im 12. Haus. Man hat ein Gefühl der Einsamkeit. Viele Menschen sind alleine für sich selbst, wenn Saturn im 12. Haus ist und vor allem im Wassermann, weil Wassermann ist das Sozialleben. Hier kann man aber nicht von soziales Leben sprechen, vielleicht virtuell, ja. Und es ist wichtig, dass man feststellt, welche Situationen in meinem Leben kann ich kontrollieren und welche nicht. Weil vielleicht arbeitet man zu sehr an einem Projekt oder man investiert so viel Energie an eine Sache, die sich am Ende gar nicht lohnen wird. Das ist die große Herausforderung, herauszufinden, wo muss ich arbeiten? Wo soll ich weniger arbeiten? Was soll ich loslassen? Das ist die Herausforderung. Darüber hinaus kann man sagen,
Das 12. Haus ist auch Spiritualität. Also hier kann man sich mit dem Thema Medizin, Spiritualität beschäftigen, Therapien, Gesundheits-, Wellness. Also das alles kann auch wichtig sein, wenn Saturn im 12. Haus steht. Und übrigens auch, wenn Saturn im 6. Haus steht. Das war für Jungfrau, das, was ich für Jungfrau gesagt habe, ähnlich für alle Fische und Wassermänner, die Saturn in Wassermann im 12. Haus haben. Und ja, die zwei Sternzeichen, Aszendenten, die getroffen sind von dieser Stellung, sind Fische und Wassermann. Liebe Astrorebellen, das war's ja mit dieser Stellung des Saturn im Wassermann für alle Aszendenten. Ich wünsche euch eine gute Zeit mit Saturn in Wassermann. Das wird erst im März 2023 zu Ende sein. Wenn du, meine liebe Astrorebellin, mein lieber Astrorebell, dich von diesen Aussagen angesprochen fühlst, das ist ein gutes Zeichen. Denn das zeigt an, dass wir schon eine Verbindung miteinander aufgebaut haben oder haben. Und dementsprechend, falls du etwas über dein eigenes Leben wissen möchtest, können wir anhand der Astrologie in die Tiefe gehen. Und ich kann dir sagen, nicht nur, was das Beste für dich wäre, sondern wo ist dein Potenzial? Woran solltest du mehr arbeiten? Was solltest du lassen? Wo sind die Möglichkeiten, wo sind die Einschränkungen für den kommenden Jahren in deinem Leben? Das kann ich dir ganz genau sagen, anhand der Astrologie. Ich wünsche euch alles Gute, vielen Dank und bis zum nächsten Video.